Hallo, herzlich willkommen im Green Room for Performing Artists. Mein Name ist Christoph Barth. Ich unterrichte im Green Room Yoga und Takatina für darstellende Künstler und Künstlerinnen. Heute möchte ich mit euch gemeinsam eine Anfängerstunde im Yoga gestalten. Und dazu braucht ihr ein Kissen. Es kann auch ein etwas größeres Kissen sein. Ihr könnt auch mehrere Bücher übereinander stapeln, ein Handtuch drum wickeln oder ein Sitzbänkchen verwenden. Und als Unterlage wäre es gut, wenn ihr eine Decke oder eine Matte hättet. Wenn möglich, macht Telefone, Mobiltelefone und alles aus, was euch stören könnte, sodass ihr wirklich eine Stunde Zeit habt, nur für euch, um nach innen zu gehen. Wir haben im Yoga drei Ebenen, an denen wir gleichzeitig ansetzen. Die Asanas setzen an Körper und an der Körperspannung, an Drüsen, an Sehnen, an Bändern. Das Pranayama, die Atemübungen, vertiefen den Atem. Wir atmen lange und bewusst aus, sodass die Gedanken ruhig werden. Und die Meditation als drittes Glied, Dhyana, in der wir uns auf etwas fokussieren und die Gedankenströme vorbeiziehen lassen. Und jede dieser drei Stellschrauben hat Auswirkungen auf die anderen beiden Ebenen. Wenn wir Asanas praktizieren und der Muskeltonus entspannt, atmen wir freier und die Gedankenaktivität führt in die Stille. Wenn wir Pranayama praktizieren, entspannt sich der Muskeltonus, die Gedanken werden ruhiger. Und wenn wir meditieren, wird der Atem tiefer und der Muskeltonus entspannt sich. Wir setzen also bei Yoga an allen drei Stellschrauben gleichzeitig an. Wir praktizieren Asanas immer in beide Richtungen. Also wenn wir etwas nach links praktizieren, praktizieren wir es auch nach rechts. Extreme Haltungen werden ausgeglichen. Wenn wir uns nach vorne beugen, dann beugen wir uns anschließend nach hinten. Wenn wir nach links uns gedreht haben, nach rechts. Wir versuchen immer alle sechs Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule anzusprechen. Also auch die Drehung nach links und rechts. Praktiziert bitte nur, bis eure Grenze erreicht ist. Ihr könnt bei den Asanas und bei den Übungen jederzeit früher herauskommen. Ihr könnt auch etwas länger halten. Gegebenenfalls müsst ihr hier bei dem Online-Kurs auf Stopp drücken dann. Wichtig ist, dass ihr euch nicht vergleicht, sondern eure eigene Grenze wahrnehmt. Es gibt Menschen, die kommen oft etwas zu früh heraus, wenn es anstrengend wird. Es gibt aber auch Menschen, die sich oft etwas überfordern. Schaut, zu welcher Kategorie ihr gehört und wo eure Grenze wirklich ist. Ganz wichtig, wenn sich etwas falsch anfühlt, ich kann euch in diesem Yogakurs nicht korrigieren, dann kommt einfach aus der Übung langsam heraus und zwar in umgekehrter Reihenfolge, in der ihr hineingegangen seid, und kommt in die Rückenlage und wartet bis zur nächsten Anweisung des nächsten Asanas. Die Atemübungen, und heute praktizieren wir die Wechselatmung, Anuloma Viloma, helfen euch als Vorbereitung auf die Bühne, auf Probespiele. So kann eine Wechselatmung von 3 bis 5 Minuten euch wirklich in die Stille führen. Ihr könnt aus den Gedankenströmen herauskommen und könnt so entspannt und frei auf die Bühne gehen. Letztlich, wenn wir aus diesem Ort heraus spielen, in dem Gedankenstille existiert, in dem grundloses Glück da ist, kann die Musik aus uns herausströmen. Nicht mehr wir spielen, sondern es spielt. Dazu gehört natürlich eine gründliche Vorbereitung am Instrument, beim Theaterspielen, des Tanzes. Aber wenn wir dann auf die Bühne gehen und aus diesem großen Raum heraus tanzen, musizieren, spielen können, dann ist da kein Ego mehr, was stört, was uns abhält, sondern wir können über uns hinauswachsen und es kann aus uns herausströmen und diese Aufführungssituation stellt uns noch mehr Energie bereit als in Probesituationen und wir können diese Energie in die Musik, in die Aufführung mit hineinnehmen. Ganz wichtig, solltest du frische Operationen hinter dir haben oder körperliche Einschränkungen, eine Skoliose in der Wirbelsäule etc., dann sei sehr vorsichtig bei den Asanas
und frag im Zweifelsfall nochmal bei einem Arzt nach, ob die Übungen für dich gut sind. Wir sitzen in der meditativen Sitzhaltung, zum Beispiel im Schneidersitz, auf den Sitzbeinhöcker, die sich unten am Becken befinden. Und achtet bitte, wenn wir uns am Anfang im Körper einrichten, auf die Beckenstellung. Wenn das Becken zu sehr nach vorne gekippt ist, geht die Wirbelsäule meistens als Ausgleich in ein Hohlkreuz. Wenn das Becken zu sehr nach hinten gekippt ist, entsteht oft als Gegenbewegung ein Rundrücken. Also achtet bitte darauf, dass ihr das Becken gerade ausrichtet und diese beiden Sitzbeinhöcker wahrnehmt. Und dann werden wir langsam vom Steißbein Wirbel für Wirbel nach oben wandern und die Wirbelsäule aufrichten. Ihr könnt im Schneidersitz beginnen, ansonsten könnt ihr auch die Ferse an den Damm legen und den Fuß davor. Wichtig ist, dass die beiden Knie am Boden bleiben, sodass ein stabiles Dreieck zwischen Gesäß und den beiden Knien entsteht. Ansonsten, wenn ihr schon flexibler seid, könnt ihr auch den Fuß auf den Unterschenkel legen oder, wenn möglich, auf den Oberschenkel. Schaut aber, wie gesagt, dass beide Knie dabei entspannt am Boden bleiben können. Wählt eine der Varianten, die für euch angenehm möglich ist. Wir beginnen die Yogastunde mit einer Atemübung, mit einem kurzen Atemanhalten nach dem Einatmen. Zunächst ein wenig Kapalabhati vorweg. Probiert es einmal aus, legt doch eure Hände einmal auf den Bauch. Stellt euch vor, eine Fliege sitzt auf der Nasenspitze und mit dem Ausatmen scheucht ihr diese Fliege weg. Das machen wir einmal 50 und einmal 60 Mal. Sollte es euch zu viel sein, könnt ihr natürlich jederzeit auch vorher aufhören. Anschließend praktizieren wir die Wechselatmung. Zunächst nehmen wir Daumen und Zeigefinger, verschließen mit dem Daumen das rechte Nasenloch und atmen links 3 Schläge ein. Dann verschließen wir beide Nasenlöcher und bringen das Kinn nach unten, hier zu diesem Punkt. Halten 6 Schläge an, atmen rechts 6 Schläge aus. Danach rechts ein, halten, links aus. Wenn das euch unangenehm ist mit dem Atemanhalten, könnt ihr auch in euer eigenen Tempo einfach 3 Schläge links ein, 6 Schläge rechts aus und dann umgekehrt rechts ein, links aus. Wir atmen immer dort ein, wo wir gerade ausgeatmet haben. Wir werden auch ein wenig in die Meditation gehen. Wir werden dazu den Atemmeditation benutzen. Der Atem ist ein sehr gutes Mittel, um in diesen großen, stillen Raum zu kommen. Der Atem ist etwas, er begleitet uns immer. Wir können ihn bewusst verändern. Viele Instrumente bedienen sich dessen. Oder wir können ihn einfach frei fließen lassen. Die meiste Zeit des Tages denken wir ja gar nicht darüber nach, dass wir atmen. Wenn wir den Atem beobachten, und das machen wir hier vorne an der Nasenspitze, dann versucht nicht selbst zu atmen, also nicht zu denken, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus, sondern zu beobachten, aha, jetzt strömt der Atem ein, jetzt ist der Atem still, jetzt strömt der Atem aus. Also beobachtet wie ein Wächter, der an den Eingängen eines Torbogens steht, einfach was passiert, ohne Einfluss zu nehmen. Es kann sein, dass dabei Gedanken auftauchen, dann ärgert euch nicht darüber, sondern lasst sie einfach durchziehen wie Wolken und lenkt die Konzentration zur Nasenspitze zurück. Die Gedanken werden dann immer weniger und ja, dieses Eintauchen in den großen Raum ist dann wie ein Geschenk, das passiert, das passieren kann. Dann beginnen wir mit der Yogastunde. Kommt bitte in einer der meditativen Sitzhaltungen an, in dem Schneidersitz oder einer der Varianten. Legt die Hände auf die Knie, Daumen und Zeigefinger berühren sich leicht und beschreiben einen Kreis. Schließt die Augen und nehmt den Körper wahr. Lasst alle Gefühle und Gedanken los, die euch hierhin begleitet haben und kommt ganz im Hier und Jetzt an.
Spürt in die Basis, in das Dreieck, das sich zwischen Gesäß und den beiden Knien ergibt. Lass den Atem hinunterströmen in die Beine und in den Zwischenraum. Und mit dem Ausatmen sinken. Vielleicht könnt ihr sogar vergessen, dass ihr überhaupt Beine habt, oder vielleicht könnt ihr das Gefühl entwickeln, als wenn die Beine eins werden mit dem Boden. Dann spürt in die Beckenstellung, kippt das Becken etwas nach hinten und vorne. Spürt dabei die beiden Sitzbeinhöcker, auf denen das Becken steht. Und lasst das Becken dort einpendeln, wo es gerade auf den beiden Sitzbeinhöckern ruht. Dann spürt in den untersten Wirbel der Wirbelsäule, in das Steißbein. Ich habe das Gefühl, dass das Steißbein wie der Anker eines Schiffes im Boden verwurzelt ist. Und dann wandert langsam in der Vorstellung die Wirbelsäule entlang nach oben, wie in einer Ankerkette entlang, die stramm, aber entspannt ist. Und richtet die Wirbelsäule dabei auf. Im Nackenbereich angekommen, noch den Nacken verlängern. Der Hinterkopf strebt Richtung Decke, das Kinn sinkt leicht Richtung Hals. Der Bauch ist leicht nach innen gezogen und unterstützt den Rücken. Das Brustbein strebt Richtung Decke, weit geöffneter Brustkasten. Die Schultern zu den Ohren ziehen und nach hinten unten abfließen lassen und entspannen. Die Hände ruhen locker auf den Knien, Daumen und Zeigefinger berühren sich leicht, die Arme hängen. Die Stirn entspannen. Augenhöhlen und Augenlider. Die Wangen loslassen. Die Zunge liegt locker im Mundraum. Konzentration auf der Nasenspitze. Beobachtet dort das Strömen der Atemluft, das von selbst geschieht. Zu Beginn der Stunde einmal 50, einmal 60 Schläge Kapalabhati und anschließend die Wechselatmung. Den Bauch entspannen, die Lunge zu drei Viertel füllen.
normal weiteratmen. Sechzig Schläge Kapalabhati, den Bauch entspannen, die Lunge zu drei Viertel füllen. Normal weiteratmen. Mit dem Daumen der rechten Hand das rechte Nasenloch verschließen, links drei Schläge ein. Beide Nasentücher zuhalten, Kinn nach unten nehmen, anhalten. Das Kinn nach unten nehmen, rechts sechs Schläge aus. Rechts ein. Verschlüsse setzen, halten. Verschlüsse lösen, links sechs Schläge aus. Links ein. Nasenlöcher verschließen, Kinn nach unten nehmen, halten. Das Kinn anheben, rechts sechs Schläge aus. Rechts ein. Verschlüsse setzen, halten. Verschlüsse lösen, links aus. Links ein. Halten. Rechts aus. Rechts ein. Halten. Links aus. Im eigenen Tempo weiter links ein, halten, rechts aus. Dann rechts ein. Halten und so weiter.
nach dem nächsten ausatmen, die Übung beenden und normal weiteratmen mit geschlossenen Augen. Konzentration auf die Nasenspitze. Beobachtet dort das Strömen der Atemluft, das von selbst geschieht. Vielleicht habt ihr zurzeit nicht das Bedürfnis zu atmen, dann beobachtet die Atempause. Ein erstes Asana, Brahma Mudra, die Suche nach Gott in allen Richtungen. Lange Wirbelsäule, langer Nacken. Die Augen geschlossen, den inneren Blick weit über die linke Schulter. Der Kopf folgt langsam nach links. Ganz in der Bewegung sein und am Ende der Bewegung die Grenze wahrnehmen. An der Grenze angekommen, dreht den Kopf noch ein wenig weiter nach links und dann wieder zu dem Punkt zurück, an dem die Grenze sich befindet. Die Schultern drehen sich nicht mit und hängen. Das Gesicht entspannen. Freier Atemfluss. Und dann langsam zurück zur Mitte. Lange Wirbelsäule, langer Nacken. Der innere Blick weit über die rechte Schulter. Und den Kopf langsam nach rechts drehen. Die Stirn entspannen, Augenhöhlen und Augenlider, die Wangen loslassen, dann dreht den Kopf ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Langer Nacken. Der innere Blick auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Vielleicht seht ihr dort etwas Helles. Wenn nicht, könnt ihr euch vorstellen, dass dort eine Sonne hinscheint oder eine Taschenlampe. Und wenn ihr dort etwas Helles seht, lasst es hinein in euren Körper. Bis hinunter in die Beine und Arme. Langer Nacken und den Kopf langsam nach hinten abgeben. Kopf entspannt in den Nacken legen, der Mund wird leicht durch die Lippen zusammengehalten. Die Konzentration weiterhin auf dem dritten Auge.
Langsam zur Mitte zurückkommen. Langer Nacken. Schultern hängen. Der innere Blick auf die Nasenspitze. Und den Kopf aus dem obersten Wirbel langsam sinken lassen. Stellt euch vor, eure Wirbelsäule ist aufrecht wie ein Baumstamm. Euer Kopf hängt wie eine reife Frucht am Baum, kurz vorm Runterfallen. Zurück zur Mitte. Und spürt nach, was hat sich verändert? Besonders im Nacken- und Schulterbereich. Dann die Hände links und rechts neben dem Körper aufsetzen. Die Fingerspitzen berühren den Boden, die Daumen zeigen zum Körper. Die Arme ganz gestreckt. Nehmt die beiden Dreiecke wahr, das Dreieck zwischen Gesäß und Knien an den Boden abgeben. Das Dreieck zwischen Fingern und Kopf nach oben aufrichten. Die beiden Dreiecke stehen 90 Grad zueinander. Und dann langsam die Arme über die Seite steigen lassen. Bringt die Arme parallel zum Boden. Nehmt die beiden Körperachsen wahr, die Achse, die durch die Arme verläuft, nach links und rechts wachsen lassen, aus den Fingerspitzen, den Handgelenken, den Armen und Schultern. Habt das Gefühl, die Arme werden unendlich lang. Dann nehmt auch die Achse wahr, die durch die Wirbelsäule verläuft. Langer Nacken. Das Gefühl, mit der Kopfhaut die Decke berühren zu wollen. Und als wenn euer Steißbein weit hinunter in den Boden reichen würde. Nehmt das Herzzentrum wahr. Vielleicht spürt ihr dort etwas Warmes oder Helles. Dann lasst euch dieses Gefühl ausbreiten, hinein in die Arme, hinunter in die Beine, hinauf in den Kopf. Und auch über die Körpergrenzen hinaus, nach vorne und hinten, zur Seite, nach unten und oben. Wenn ihr in so einem Ball sitzen würdet, aus Wärme oder Licht. Und dann lasst auch diesen Ball um euch herum sich ausbreiten. Bis über die Grenzen des Raumes hinaus. Wie eine Sonne, die in alle Richtungen strahlt. Dann bringt die Handflächen Richtung Decke, die Hände in einem weiten Bogen zusammenfalten, die gefalteten Hände auf den Kopf legen.
Die Schultern loslassen, die Ellenbogen sanft nach hinten schieben, die Zeigefinger gegeneinander legen. Die Zeigefinger streben Richtung Decke, die Arme folgen in die Streckung. Macht euch ganz lang. Habt das Gefühl, eure Finger sind an unsichtbaren Fäden im Himmel aufgehangen und eure Arme können hängen wie die Seile einer Schaukel. Bringt die gestreckten Arme dabei weit nach hinten, der Kopf ruht zwischen den Armen. Das Gesicht entspannen. Die Schultern loslassen. Den Rücken insgesamt. Die Beine. Konzentration in die Unendlichkeit. Vielleicht könnt ihr sogar für einen Moment vergessen, dass ihr die Arme über dem Kopf gehoben habt. Und wenn eure Grenze erreicht ist, ihr könnt jederzeit früher zurückkommen oder länger halten. Lasst die Hände langsam wieder auf den Kopf sinken. Die Arme nach links und rechts ausbreiten. Die Handflächen Richtung Boden drehen, die Arme sinken lassen. Und wenn die Finger am Boden angekommen sind, legt die Hände auf die Knie. Die Handflächen zeigen Richtung Decke. Und spürt nach, was hat sich verändert. Dann das Kissen unter dem Gesäß wegnehmen, kommt in den Langsitz. Die Beine ausstrecken, nach hinten abstützen. Die Füße etwas auseinander, Kreise beschreiben. Große Kreise, kleine Kreise. Spürt, wie sich die Bewegung über die Beine wie ein Hebel bis zum Becken fortsetzt. Auch die Richtung der Kreise ändern. Dann die Fußkanten zusammenbringen, mit den Händen die Sitzbeinhöcker noch einmal nach hinten ziehen, die Hände vor eurem Körper falten, die Fersen sanft nach vorne schieben, die Kniekehlen nah am Boden, richtet euch vom unteren Rücken her noch einmal auf, die Handflächen nach vorne schieben und dann nach vorne oben in die Dehnung, die Augen schließen, die Dehnungen wahrnehmen. Bringt die gestreckten Arme weit nach hinten. Die Handflächen streben Richtung Decke, die Schultern hängen. Richtet eure Wirbelsäule aus dem unteren Rücken heraus auf. Arme und Körper bilden eine Linie. Das Gesicht entspannen. Nacken und Schultern loslassen. Den Rücken insgesamt. Die Beine. Freier Atemfluss. Und erst wenn eure eigene Grenze erreicht ist, lasst die Hände langsam wieder sinken. Die Handflächen drehen, nach hinten abstützen, entspannen. Frei durchatmen. Die Hände etwas näher an den Körper ran, mit den Handflächen leicht gegen den Boden drücken, sodass das Becken sich hebt. Das Becken einmal aushängen lassen. Dann das Gesäß wieder absetzen, kommt nach vorne auf die Matte, die Füße aufstellen,
die Hände unterhalb der Kniekehlen und langsam mit Hilfe der Hände Wirbel für Wirbel nach hinten abrollen. Im letzten Drittel den Kopf in die gefalteten Hände, den Nacken noch einmal langziehen. Den Kopf behutsam auf den Boden ablegen. Die Arme neben dem Körper, die Beine ausgleiten lassen. Entspannen. Die Arme etwa 45 Grad neben dem Körper, die Handflächen zeigen Richtung Decke. Die Beine etwa 30 Grad geöffnet, die Zehen fallen entspannt nach außen. Nehmt wahr, an welchen Stellen euer Körper auf dem Boden aufliegt. Stellt euch vor, ihr liegt im Sand am Meer. Welchen Abdruck würde euer Körper im Sand hinterlassen? Wo wäre der Sand etwas mehr eingedrückt, wo etwas weniger? Und dann lasst euch ganz in diese Form hineinsinken. Immer weicher werden. Geschlossene Beinhaltung, die Fußkanten berühren sich leicht, die Arme 90 Grad neben dem Körper, die Handflächen zeigen Richtung Decke. Langer Nacken. Nimm noch einmal die beiden Körperachsen wahr, die Achse, die durch die Arme verläuft, nach links und rechts wachsen lassen. Die Achse, die durch die Wirbelsäule verläuft, nach vorn und hinten wachsen lassen. Hab das Gefühl, mit den Fußsohlen die eine Wand und mit der Kopfhaut die andere Wand berühren zu wollen. Dabei kein Ziehen oder Drücken, nur mit der Vorstellung arbeiten. Dann stellt die Füße nacheinander vor dem Gesäß auf. Fußkanten und Knie berühren sich leicht. Langer Nacken. Den unteren Rücken noch einmal an den Boden anschmiegen. Die Beine sinken langsam nach links, der Kopf sinkt nach rechts. Ganz langsam und fließend hineingehen und am Ende die Grenze wahrnehmen, die Beine entspannen. In der Endhaltung liegen die Fußkanten übereinander. Nehmt wahr, wo ist Spannung notwendig, um in der Haltung zu bleiben und wo ist Spannung überflüssig. Im Gesicht. Nacken und Schultern. Händen und Armen, Beinen und Füßen.
immer weicher werden. Dann gebt mit der linken Hand einen leichten Druck gegen den Boden und kommt zur Mitte zurück. Die Lage des Rückens und Nackens überprüfen. Das Asana zur anderen Seite wiederholen. Die Beine sinken langsam nach rechts. Der Kopf sinkt nach links. Und entspannen. Wenn ihr Dehnungen spürt, lasst dort den Atem hineinströmen und mit dem Ausatmen loslassen. Entwickelt ein Gefühl, als wenn ihr für immer so liegen bleiben könntet. Dann gib mit der rechten Hand einen leichten Druck gegen den Boden und kommt zur Mitte zurück. Die Lage des Rückens und Nackens überprüfen. Das linke Knie sinkt nach links, das rechte Knie sinkt nach rechts. Die beiden Fußsohlen gegeneinander stellen. Lass die Schwerkraft wirken. Dann lasst die Beine langsam ausgleiten. Die Arme neben den Körper und nachspüren, was hat sich verändert. Geschlossene Arm- und Beinhaltung, die Fußkanten berühren sich, die Arme nah am Körper. Die beiden Füße nacheinander vor dem Gesäß aufsetzen. Langer Nacken. Den unteren Rücken noch einmal bewusst an den Boden abgeben. Das rechte Knie zum Oberkörper heranziehen. Die Ferse strebt Richtung Decke, das Bein ganz durchstrecken. Bringt das gestreckte Bein so nah es geht heran. Das Gesicht entspannen. Nacken loslassen. Schultern, Arme und Hände entspannen. Das aufgestellte Bein. Frei atmen und erst wenn deine eigene Grenze erreicht ist, lass das Bein langsam wieder sinken und frei durchatmen. Praktizieren die andere Seite, das linke Knie heranziehen, die Ferse Richtung Decke bringen, das Bein durchstrecken. Bring das gestreckte Bein ganz heran. Geh selbstständig in deiner Vorstellung durch den Körper und nimm wahr, wo kannst du noch mehr loslassen?
Und auch hier, wenn die Grenze erreicht ist, komm einfach zurück, indem du das Bein sinken lässt, den Fuß aufsetzt und frei durchatmen. Ardha Halasana, Endhaltung, geschlossene Beine, die Arme nah am Körper, Handflächen auf dem Boden. Beide Knie heranziehen. Und dann bringt zunächst die Unterschenkel parallel zum Boden. Es entsteht ein 90-Grad-Winkel zwischen Ober- und Unterschenkeln. Dann die Knie noch einmal heranziehen, die Beine durchstrecken. Breiter, flacher Rücken, langer Nacken. Das Gesicht entspannen. Nacken und Schultern loslassen. Arme und Hände. Die Fersen streben Richtung Decke, die Beine sind ganz durchgestreckt. Zieh die gestreckten Beine nah heran. Und erst wenn deine eigene Grenze erreicht ist, stell die Füße wieder vor das Gesäß zurück. Frei durchatmen. Zieh die Knie zum Oberkörper heran, die Hände auf die Knie. Mit jedem Ausatmen die Knie heranziehen, mit jedem Einatmen die Knie wegbewegen. Ausatmend heranziehen. Einatmend wegbewegen. Noch einen der nächsten Male, komm in der Mitte zum Stehen. Mit den Händen Kreise beschreiben, die Knie dabei parallel führen. Große Kreise, kleine Kreise, schnelle Kreise, langsame Kreise. Spür die Massage des unteren Rückens, die geschieht. Dann auch die Richtung der Kreise wechseln. Die andere Richtung. Und die Kreise langsam kleiner werden lassen. Die Füße noch einmal vor dem Gesäß aufsetzen. Die Füße etwa hüftbreit auseinander, bringt die Füße recht nah zum Gesäß heran. Lange Nacken. Mit dem nächsten Einatmen, Druck der Füße gegen den Boden, das Becken hebt sich. Die Arme langsam durch die Luft bewegen, bringt das Becken hoch Richtung Decke. Die Arme hinter eurem Kopf auf den Boden ablegen. Dort einen Atemzyklus verweilen und mit dem nächsten Ausatmen wieder Wirbel für Wirbel abrollen. Die Arme dabei in einem weiten Bogen durch die Luft führen. Hände und Gesäß kommen gleichzeitig am Boden an.
Einen Atemzyklus verweilen und mit dem nächsten Einatmen wieder Druck der Füße gegen den Boden, die Arme längen in einem weiten Bogen, die Arme durch die Luft führen und hinter dem Kopf auf den Boden ablegen. Und dann wieder in die umgekehrte Richtung, Wirbel für Wirbel abrollen. Hände und Gesäß kommen gleichzeitig am Boden an. Führt das einige Male in eurem eigenen Atemrhythmus durch. Und wenn das Gesäß das nächste Mal am Boden angekommen ist, langsam die Beine ausgleiten lassen, die Handflächen Richtung Decke drehen und nachspüren, was hat sich verändert. Geschlossene Arm- und Beinhaltung, den rechten Fuß aufsetzen, das Gewicht nach links verlagern und mit Hilfe der Arme nach oben kommen zum Sitzen. Die Fußkanten berühren sich, die Fersen nach vorne schieben, die Sitzbeinhöcker noch einmal nach hinten ziehen. Die Hände in einem weiten Bogen über die Seite nach oben bringen. Die Handflächen zeigen zueinander. Macht euch ganz lang. Den unteren Rücken aufrichten und dann langsam nach vorne, unten in die Streckung. Versucht die Fußkanten zu greifen und dann die Daumen unterhalb der großen Zehen oder einen Punkt möglichst weit unten an den Beinen. Die Augen geschlossen, mit jedem Einatmen Wirbelsäule, Nacken längen. Mit jedem Ausatmen aus dem unteren Rücken sinken. Einatmend längen, ausatmend sinken. Bei einem der nächsten Male langsam mit den Händen an den Beinen langstreichend nach oben kommen. Die Füße nacheinander nach hinten bringen, kommt in den Fersensitz. Beim Fersensitz berühren sich die großen Zehen. Man setzt sich auf die Fersen. Die Hände auf die Oberschenkel. Entspannen. Das Gesäß mehr und mehr Richtung Boden sinken lassen. Lass den Atem in die Beine strömen und mit dem Ausatmen entspannen. Gib mit den Handballen einen leichten Druck gegen die Oberschenkel, sodass der Rücken und Nacken sich längen. Die Schultern hängen lassen, das Gesicht entspannen. Konzentration auf die Nasenspitze. Die Hände hinter dem Rücken ineinander falten, die Zeigefinger gegeneinander legen,
Die Zeigefinger streben weg vom Körper, die Schulterblätter nah zusammenbringen. Gleichzeitig die Schultern hängen lassen. Und dann langsam mit langem Rücken, langem Nacken nach vorne, unten, wenn möglich, mit der Stirn den Boden berühren. In den unteren Rücken atmen und mit dem Ausatmen sinken. Dann langsam nach oben kommen. Die Hände befreien und leicht ausschütteln. Kommt nach vorne in den Vierfüßlerstand. Die Knie unterhalb des Gesäßes, die Unterschenkel leicht geöffnet und parallel zueinander. Die Fußrücken liegen auf dem Boden auf. Die Finger weit gefächert und ganz flach, die Hände am Boden. Die Mittelfinger parallel zueinander. Die Hände befinden sich unterhalb der Schultern. Mit jedem Einatmen Blick Richtung Stirn. Ausatmen Blick Richtung Bauchnabel. Einatmen Blick Richtung Stirn. Ausatmen Blick Richtung Bauchnabel. Führt die Übung mehrmals im eigenen Atemtempo durch. Beobachtet die Bewegungen, die in der Wirbelsäule entstehen. Bleibt in der Mitte stehen, die Zehen aufsetzen und von den Handballen aus euch weit nach hinten drücken. Wenn möglich, sinken die Fersen Richtung Boden, sodass die Füße flach auf dem Boden stehen. Drückt euch von den Handballen aus weit nach hinten, als wenn ihr mit den Sitzbeinhöckern die Decke berühren wolltet. Die Finger weit gefächert, die Mittelfinger parallel. In den unteren Rücken atmen. Und wenn eure Grenze erreicht ist, setzt die Knie wieder auf, das Gesäß nach hinten ablegen, die Arme neben den Körper, sodass die Füße, die Hände sich unterhalb der Füße befinden, die Stirn zum Boden entspannen. In den unteren Rücken atmen und mit dem Ausatmen sinken. Die Hände links und rechts neben den Kopf aufsetzen, nach oben kommen zum Sitzen. Die Fingerspitzen aufstellen, die Zehen aufstellen, nach oben in den Stand. Samastiti, die Entspannungshaltung im Stehen. Die Füße etwa hüftbreit geöffnet, breite, flache Füße. Weit gespreizte Zehen, entspannte Knie und Kniekehlen. Das Steißbein strebt Richtung Boden, langer Nacken. Die Arme hängen neben dem Körper, die Hände fließen Richtung Boden.
Dann die Arme langsam nach links und rechts steigen lassen. Aus den Fingerspitzen, den Handgelenken, den Schultern nach links und rechts wachsen. Die rechte Handfläche Richtung Decke drehen, nur die Arme bewegen sich. Den rechten Arm ins rechte Ohr, die linke Hand an den linken Oberschenkel. Mit den Fingern der rechten Hand Richtung Decke, mit der rechten Hand am Bein entlang, nach unten gleiten Richtung Boden, in die Dehnung nach links. Kommt so tief wie angenehm möglich. Von der Außenseite des rechten Fußes bis zu den Fingerspitzen der rechten Hand einen Bogen. In diese Flanke einatmen. Mit dem Ausatmen sinken, einatmen längen, ausatmen sinken und dann langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Beide Arme parallel zum Boden. Die rechte Handfläche Richtung Boden drehen, die linke Richtung Decke. Nur die Arme bewegen sich, die rechte Hand an den rechten Oberschenkel, den linken Arm ans linke Ohr. Aus den Fingern der linken Hand Richtung Himmel wachsen und mit der rechten Hand am Bein entlang nach unten in die Dehnung nach rechts. In die linke Flanke einatmen. Mit dem Ausatmen entspannen. Und langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Beide Arme parallel zum Boden. Die linke Handfläche Richtung Boden drehen. Die Arme sinken lassen. In Samastiti nachspüren. Was hat sich verändert? Beide Hände auf die Oberschenkel langsam an den Beinen entlang nach unten gleiten. Das Gesäß nach hinten schieben, langer Rücken, langer Nacken. Wenn die Hände an den Knien angekommen sind, dreht die Finger zueinander. Und weiterhin mit dem Einatmen Nacken längen, ausatmen sinken. Einatmen längen, ausatmen sinken. Den Oberkörper hängen lassen, die Arme hängen lassen, den Kopf. Die Hände fassen außen herum einen Punkt hinter den Waden, möglichst tief Richtung Fersen. Mit dem Einatmen weiter längen. Ausatmen sinken. Und dann langsam den Knien nachgeben, nach unten kommen, auf den Boden. Und richtet euch noch einmal mit dem Kissen in der meditativen Sitzhaltung ein. Richtet euch noch einmal von innen auf. Konzentration auf die Nasenspitze. Beobachtet dort das Strömen der Atemluft, das von selbst geschieht. Haltet eure Konzentration wie Wächter an den Eingängen der Nasenhöhlen und lasst euch keinen Atemzug entgehen. Dabei nicht selbst atmen, nur beobachten.
Sollten Gedanken auftauchen, lasst sie ziehen wie Wolken und lenkt die Konzentration zur Nasenspitze zurück. Zum Abschluss der Stunde singen wir das Om, jeder in seinem eigenen Tempo, sodass ein ständiger Klang im Raum entsteht. Einatmen. Langsam, möglichst ohne die Augen zu öffnen, das Kissen oder den Gesäß wegnehmen und kommt in die Rückenlage zum Nachspüren. Die Arme liegen neben dem Körper, die Handflächen Richtung Decke, die Beine sind ausgestreckt, die Zehen fallen entspannt nach außen. Konzentration auf die Mitte des Schädeldaches, die Kopfhaut entspannen. Die Stirn entspannen. Augenhöhlen und Augenlider.
die Wangen loslassen. Die Zunge liegt locker im Mundraum, die Lippen berühren sich leicht. Den Nacken entspannen. Die Schultern loslassen. Konzentration in die rechte Hand, den rechten Daumen entspannen. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger entspannen. Handfläche, Handrücken, Handgelenk, den rechten Unterarm, Ellenbogen, Oberarm und die rechte Schulter loslassen. Konzentration in die linke Hand, den linken Daumen entspannen. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger entspannen. Handfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm und die linke Schulter entspannen. Brustraum, Bauchraum, besonders Magengegend entspannen. Den oberen Rücken. Den unteren Rücken, besonders die Lendengegend loslassen. Das Gesäß entspannen. Rechten Oberschenkel, Knie und Kniekehle, Unterschenkel, Ferse, Fußknöchel, Fußsohle und Fußrücken. Und die Zehen entspannen. Den linken Oberschenkel, Knie und Kniekehle, Unterschenkel, Ferse, Fußknöchel, Fußsohle und Fußrücken und die Zehen entspannen. Mit dem nächsten Ausatmen eine warme Welle der Entspannung schicken bis zu den Zehen.
dann langsam die Finger bewegen, die Zehen, die Hände, Füße, Arme, Beine. Lasst Bewegungen in den Körper kommen, die gut tun, reckt euch, streckt euch und kommt dann langsam zum Sitzen.